Cyrils Brettspiele durchgespielt und diese tapferen Abenteuer aus dem Hause Haber wollen das Abenteuerland bestehen. Mein Name ist Nils, Cyrils Brettspiele durchgespielt und wir starten jetzt. Bevor Lila den ersten Zug macht, ganz kurz noch, hier ist 1, 2, 3, 4 Gegenstände, die da auch schon rumliegen, 5, 6, 7, 8 mit dem Seemonster und 9. 9 deswegen, weil ich eins dieser Monster gezogen habe. Und das Ganze beginnt damit, dass Lila als allererstes mal zwei Karten aufdeckt und damit startet dann das Spiel. Wir sind uns sicher zu wissen, dass nur der Kampf richtig Punkte bringt. Und deswegen H1, ein Kräuterchen hier, sollten wir uns vielleicht auf Kampf fokussieren. Und F4, ein Verbündeter. Außerdem bringt ja nachher die Verbündeten richtig viele Punkte auch. Also, Lila ist dran und Lila startet vielleicht damit als erstes mal den hier zu nehmen und bewegt den dahin. In dem Augenblick, wo ich den bekomme, flippe ich den rum. Es ist eine 3. Ja, und jetzt ist die Überlegung, nehme ich das, das, das. Ich kann ganz bis da hinten hingehen. Ich könnte auch bis zu dem runtergehen. Ich kann aber auch auf ein leeres Feld gehen und das werde ich tun. Ich gehe hier auf A1. Ja, und damit ist dann auch schon grün dran. D4 kriegt ein Schwert. D4. Und was habe ich noch? C8. So, jetzt zeige ich euch gleich mal, wie das hier bei C8 mit dem Wasserwesen passiert. Schwupp, der geht dahin. Alle, die dazwischen wären, wären gekillt worden. Was macht grün? Ja, hier habe ich zwei nette Grüne. Also nehme ich den und den. Immer dran denken, Punkte gibt es ja nicht. Der Grüne hier bleibt da, nicht zu vergessen. Und ich habe oben Dreier-Schwert. Das ist mit Abstand das beste Schwert, was man kriegen kann. Auch in der Endabrechnung 2 Punkte wert. So, schwarz. K5. Ein neues Wesen. Wir erinnern uns. Ein Achter, ein sehr leichter. Das zählt nicht gegen das Kartenlimit von 2. Noch ein Gold. Das ist D8. 8D. Kurze Bewegung. Und C2. Ja, und damit haben wir doch jetzt hier Sachen. Auf jeden Fall nimmt sich der Schwarze den hier. Das ist quasi vorprogrammiert. Gucken wir mal, was das ist. Auch ein Dreierkraut. Und jetzt kann Schwarz hier vielleicht rübergehen und sich das Schwert nehmen. Ja, auch ein Einerschwert. Nicht schlecht. Ja, zurück zu Rosa. E5, ein Miepel hier, E5, jetzt in dieser Stadt hier schon 2 und C7. Ja, wir erinnern uns, diese Miepel waren natürlich ganz interessant und wichtig. Ja, und deswegen sollte jetzt Lila vielleicht wirklich hier runterrauschen, einen dahin und vielleicht dahin, ja nicht einfach. Den habe ich da gerade hingestellt, der bleibt also da. Ja, oh, schwierig. Ich habe natürlich noch den da, der könnte bis da rüberlaufen. Und dann lass uns das doch mal. Der geht bis hierhin und nimmt den. Ein Viererkraut, auch nicht schlecht. Und der hier läuft runter und nimmt den dazu. Grün, B5. B5, gerade dran vorbeigerauscht, schade. K6. Die Miepel kommen nur so raus hier. K6, ja. Doch schon, es bewegt sich schon was. Was macht Grün jetzt? Grün muss sich ernsthaft überlegen, was er macht. Ich wäre ja so gerne hierhin, das kann ich natürlich nicht. Da weiter rüber gibt es nichts. Hier unten gibt es Gold, aber das ist auch sehr weit. Das heißt, der hängt da so ein bisschen fest. Deswegen nehme ich hier den Grünen und der geht dahin und dann dahin. Und dann nehme ich mir hier ein weiteres Schwert. Das ist ein Nullschwert, keine Zahl drauf. Das hat einen Vorteil, das kann ich auf jeden Fall als Würfel nehmen. Und der steht ja schon quasi fast hier. Ja, nochmal schwarz, D6. Noch ein weiteres Schwert, D6. Und F3, ebenfalls ein weiteres Schwert hierhin. Schwarz, ja, das Schwert kann ich mir nehmen. Das ist quasi vorprogrammiert. Und dann kann ich hier runter gehen. Also erstes Schwert und zweites Schwert. Ja, und damit hat Schwarz sich hier Schwerter genommen. Jede Menge. Noch ein plus 1, noch ein plus 3. Ja, und ich denke mal, Schwarz hat jetzt hier so ein bisschen
die Lufthoheit über Schwerter bekommt, der kann jetzt langsam auch in den Kampf gehen. Wie geht's weiter? E4 für Lila. E4, ja, immer genau da über, ne? J9, das ist weit unten. J9. Okay, was macht Lila? Der steht da so ein bisschen verloren. Der hier. Ich könnte hier 1 und 2 gehen, um weiteren Gefährten aufzunehmen. Ich könnte natürlich auch den einfach runterholen, um einen Gefährten zu nehmen. Denkt dran, man kann die Gefährten auch zusammenziehen. Das ist ja in diesem Spiel etwas anders als sonst. Und deswegen machen wir das doch so. Hier, der kommt hier von oben runter. Lila nimmt den und auch das Goldstück. Das ist jetzt ein bisschen gefährlich, da auf dem Wasser zu stehen. Da muss ich nächste Runde versuchen, wegzugehen. Aber das ist dann so. Grün, B3. Ja, okay. Und wen haben wir hier? I9. I9, das ist hier. Ja, hier sammeln die sich jetzt schön hinter diesem Gegner. Grün ist ja eigentlich schon fast fertig zum Kämpfen. Ich würde so gerne zurück. Wir wissen, zurück darf man nicht. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle und dann anfange durchzuschnetzeln, das ist durchaus eine Alternative für Grün. Schwarz kann vielleicht nur den abgreifen, aber okay. Ich kann auch versuchen, den hier erst einmal zu besiegen. Dazu fühle ich mich aber noch nicht stark genug. Deswegen wird Grün den hier nehmen. Das ist ein Zweierkraut. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und dann geht Grün weiter bis dahin. Jetzt versuche ich mich durchzuhacken und dann da oben runter. So, und jetzt H5, Gold. Da habe ich Glück gehabt. H ist hier, H5. Das heißt, die Wassernixe geht weit weg von mir. Und G1. G1 ist hier. Und damit habe ich insofern doch Glück gehabt, dass zumindest der Lilane noch nicht tot ist. Noch, sage ich ganz bewusst. Es kann ja noch nächste Runde passieren. Die nächsten zwei Karten sind ja noch da. So, Schwarz. Ja, wenn der nächste da vor einem liegt, dann sollte man den immer nehmen. Das ist einfach quasi Gebot der Stunde. Und jetzt hat Schwarz Schwerter ohne Ende. Nochmal eben kurze Erinnerung, man darf nur maximal 3 Schwerter nehmen zum Kampf. Schwarz hat hier, hier und hier einen. Egal, wo man hingeht, da ist jetzt nicht so richtig was im Bilde. Also wird Schwarz hier anfangen, sich einfach da nochmal raufzustellen und zu hoffen, dass seine Sache kommt. E9. Und ich habe es ja schon gesagt, es ist gefährlich. Das Wassermonster kommt etwas näher. Und E8, noch ist es nicht vorbei. Noch ein leichtes Monster. Und H6. Ja, aber Glück kann man auch haben. H6 ist hier und das Wassermonster habe ich überlebt. In dem Fall ist es doch für Lila quasi vorprogrammiert, hierhin zu gehen und hierhin. Also hierhin Gold nehmen und dann hier. Und damit seht ihr jetzt auch den ersten Kampf. Wie läuft es? Das Wesen hier hat 8. Ich habe eine Basisstärke von 1, 2 pro Nase. Ich habe hier aber noch jede Menge und wieder Würfel. Würfeln darf ich leider nicht. Jetzt muss ich also aus meiner generierten Sache, die ich hier habe, genug Angriffsstärke herauskriegen. Das kann ich aber machen. Ich habe 2. Wenn ich die beiden zusammennehme, hier diese 7, dann habe ich 8 Punkte und schlage den weg. Ja, damit habe ich dieses Monster besiegt. Das kommt hier verdeckt zu mir hin. Richtig, mehr Siegpunkte hat es mir nicht gegeben, aber ich habe zumindest euch mal gezeigt, wie der Kampf läuft. Und ich bin vom Fluss weg. Grün, I3 und H7. Oh, hier eine richtige Linie Gold. Ja, und Grün. Gleiches gilt für Grün. Grün kann sich hier durchschlagen. Durchaus eine Alternative. Grün kann auf jeden Fall erstmal den und den nehmen. Das sind quasi Züge, die vorprogrammiert sind. Und wieder ein Schwert für Grün. Ja, Grün kann jetzt auch anfangen, langsam drüber nachzudenken. Zu ziehen und dann Schwarz mit C10. Das ist ganz hier unten. Und J7, ein weiteres Monster. Das ist hier. Und dadurch noch ein F5, noch ein Miepel. Ja, hier umringt quasi von Grün. So, Schwarzzug.
Schwarz kann natürlich einfach da reinspringen, durchaus eine interessante Alternative. Schwarz kann auch zu dem springen. Beides kann er nicht machen, das muss man einfach so sagen. Aber ich denke, der ist quasi vorprogrammiert. Ja, und da muss sich Schwarz überlegen, was er noch macht. Einfach ist es ja nicht. Schwarz hat hier auch die Möglichkeit, da zu kämpfen. Vielleicht geht er hier hin und riskiert, kurzzeitig hier gekillt zu werden. Da sind noch vier mögliche Felder. Vier aus diesem Deck ist ein Risiko, das ich eingehen möchte. Dann möchte Lila machen. D2. D2, sehr interessant, sehr nah da dran. Und G3. Hier. Ja, das ändert vielleicht einiges. Mein ursprünglicher Gedanke war, hier und hier rüber zu springen oder hier und hier rüber zu springen. Nun habe ich aber hier noch etwas gefunden. Das würde natürlich durchaus nur ein retten. Was heißt retten? Weißt du was? Ja. Weißt du was? Ich nehme den von hier und nehme den und springe mit dem hier hin und nehme mir den. Damit habe ich zwei Schwerter und jetzt ist der gerüstet für den nächsten Kampf. Ja, grün noch. G6. Aha. Das ist hier. E7. E7 ist hier. Und C3, ein weiteres Schwert. Ihr seht, eigentlich kommt jede Menge genug Möglichkeiten rein. Jetzt kann Grün zum Beispiel gleich das neue Schwert hier nutzen und dann vielleicht hier runterspringen. Also, erst einmal das Schwert hier nehmen. Grün hat ja schon Schwerter ohne Ende. Und jetzt kommt Grün hier und springt hier runter. Das ist ein 8er Monster. Das heißt, ich muss hier mit 1, 2 Punkten vorweg 8 hinkriegen. Wenn ich den dazu nehme, das reicht vielleicht noch nicht mit einem Würfel. Ich habe auch keinen Wiederwürfel. Ich nehme also 2 Würfel plus 1. Das heißt, ich habe eine 3 vorweg und 2 Würfel. 3. Und da habe ich schon 9 gewürfelt. Das Monster ist besiegt. Diese beiden fliegen in die Schachtel. Das Monster ist jetzt für mich besiegt. So ein bisschen habe ich jetzt das aufgemacht, aber da kommt noch keiner. Von hier ist es auch geblockt. Also von so her vielleicht sogar wert. H8. Damit kommt das nächste Monster ins Spiel. Oh, das 16er. Das ist das größte Monster, was es gibt. I6, noch ein Monster. Jetzt kommen sie hier. I6, ein 14er, auch ein ganz dickes. I4, ein Kraut. I4 hier. Und H2. Ja, und damit sehen wir, überlebt habe ich H2. Überlebt habe ich, nee, das ist, doch, ist schwarz. Schwarz ist jetzt, überlebt habe ich das. Schwarz könnte jetzt hier und hier hingehen. Damit ist er im sicheren Hafen. Nun muss man natürlich sagen, da ist so viel Schönes aufgetaucht, die Runde. Das heißt, ich habe mir auch so ein bisschen das vorweggenommen. Aber wenn ich mir mal angucke, was Schwarz alles hat, dann macht er das. Ich gehe auf das Gold und danach hier hin. Nun muss ich hier das 14er Monster besiegen. Und ich habe hier Schwerter mit plus 1. Ich habe 2 vorweg und muss 14. Wenn ich die mache, habe ich 10, habe ich 4 vorweg, muss ich noch 10 mit 2 Würfeln. Das ist fast unmöglich. Ich nehme also sogar 3 Schwerter. Meine 2, nämlich ein Mann, ein Gefährten, sind 2, 3, 4, 5, 6 vorweg plus 3 Würfel. 6 plus 3 Würfel und da liegen jede Menge drin, wie ihr seht. Also auch das Monster ist gekillt und damit hat Schwarz sein erstes totes Monster. Schwarz hat hier deutlich noch ein bisschen mehr, nicht schlecht. Ja, das waren auch schon die ersten Runden von Adventureland, Abenteuerland aus dem Hause Haber Spiele. Mein Name ist Nils, Cyrils Brettspiele durchgespielt und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir Wolfgang Kramer und Michael Kieslings Abenteuerland weiterspielen. Haber, bis dahin alles Gute, euer Nils. Tschüss!